Ja, ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen hier in der Freilichtbühne und im Namen der Regler Produktion zum zweiten Konzert unserer neuen Chorreihe und die Chöre singen für dich. Ja, heute mit dem Latin Jazz Mass Project. Mitwirkende sind der FEH-Chor 1929 aus Mülheim an der Ruhr und die Chorgemeinschaft Kantate aus Essen-Katernberg. Genau, begleitet werden wir heute von am Piano Raphael Zapp. Genau. Am Saxophon Philipp Sauer. Am Kontrabass von Rüdiger Gönnert, der uns schon viele Jahre begleitet. Und last but not least, unser Schlagzeuger Heinz-Gerd van den Weinberg. Herzlich willkommen. Ja, wie Sie sicherlich auch gemerkt haben, nicht nur für einzelne Künstler und Bands war es letztes Jahr äußerst schwierig, auch für Chöre war lange Zeit fast überhaupt nichts mehr möglich. Ja, das hieß auch für uns, sehr kreativ zu werden. Und zwar mit Online-Proben, aber auch mit Outdoor-Proben etwas später. Aber auch 4 Videokollagen sind in dieser Zeit entstanden im Rahmen des Projekts. Und ja, das war für uns alle eine ziemlich große Herausforderung, denn nicht jeder war da ja so erfahren drin. Es hat schon einiges an Unterstützung hier gekostet, aber innerhalb der Gruppe hat man das doch relativ gut hinbekommen. Und ich finde das super stark, ihr lieben Sänger, wie ihr alle mitgezogen seid. Deswegen erstmal ein ganz großes Dankeschön für euer Engagement. An euch alle. Ja, und ja, dass ihr dabei geblieben seid und mit uns dieses Projekt jetzt gewuppt habt. Richtig. Ja, und besonders freuen wir uns natürlich, dass wir damit jetzt heute auf dieser Bühne hier auftreten können. Und bei so einem tollen und großem Publikum hier, ne? Genau. Und vor allen Dingen noch bei so einem fantastischen Wetter. Sie haben das alle mitgebracht. Also herzlichen Dank auch für das fantastische Wetter und dass Sie alle da sind. Ja, wir möchten Ihnen heute einfach mal das Ergebnis unserer Corona-Chorarbeit präsentieren. Ja? Wir haben das Konzert grob in 2 Teile gegliedert, die unmittelbar einander anschließen. Im ersten Teil werden wir Ihnen einige Jazz-Klassiker vorstellen. Zuallererst hören Sie Fly Me to the Moon. Dann folgt The Spiritual Let My Light Shine Bright. Anschließend hören wir Blue Skies von Irving Berlin. Ja, dann Sing 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 von Luis Prima. Und zum Abschluss machen wir noch einen kleinen Schwenk nach Südamerika mit dem One Note Samba mit unserer Jazzband. Wie an der Freilichtbühne üblich sind die Konzerte an der Freilichtbühne kostenfrei. Wenn Ihnen dieses Konzert gefallen hat, freuen wir uns natürlich aber über eine großzügige Spende in die Hüte am Ausgang. Das ermöglicht uns dann auch weiterhin hier tolle kulturelle Projekte durchführen zu können und das natürlich auch immer ein Dankeschön an die Künstler, die hier auftreten, wie unsere Musiker, die auch hier sind, die natürlich in den letzten anderthalb Jahren nicht so sehr viel Auftritte haben konnten. Genau. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Bühne frei und viel Spaß mit dem Latin Jazz Mill Project. Thank you.
Singing with the
Und jetzt kommen noch einmal unsere Musiker mit einem Solopart. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. So, nach dem Start mit einigen Jazz-Klassikern gehen wir auch schon in den zweiten Teil unseres Programms. Und da steht die Latin Jazz-Mess von Martin Völlig im Vordergrund. Salsa, Rumba, Bossa Nova, Samba, alles Tänze, die ihr da in dieser Messe vertun. Ich würde dir mal empfehlen, versuch es doch mal, den einen oder anderen Tanz in dieser Messe zu entdecken oder zu erraten. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß und Vergnügen damit. Und nicht zuletzt nicht vergessen, mitzwingen. Ja. Viel Spaß dabei. Thank you.
wie toll ist peccata mundi, miserere nobis. Qui toll ist peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, quis illis ad dexteram patris, miserere nobis. Gloria!
Sabbat, Sole, Sola, Luna. Die Platte, Vento, Cielo, Ele, Stelle, Persone, Aqua, Frate, Fuoco. Gloria tua, oh,
We bow down.
Socials enter on the high roof. But only say the word and my soul shall be. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the
Oh,
Ja, also herzlichen Glückwunsch. Wir haben noch erfahren, dass heute ein Geburtstagskind unter uns hat uns die Antje dran erinnert. Und ja. Ich hoffe, es freut sich. Ja, also alles Gute zum Geburtstag. Das war sehr spontan. Genau, das war jetzt sehr spontan. Ja, herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass Sie, ja, ich glaube, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Uns auch hier. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, bevor wir jetzt vielleicht noch eine Zugabe machen. Ja. Möchten wir uns auf jeden Fall ganz herzlich bedanken bei der Regler-Produktion, bei allen Helfern hier, die auch im Hintergrund arbeiten, ob diejenigen, die an der Theke sind oder die den Abgang und den Aufgang hier betreuen oder mit dem Hüten am Ausgang stehen, aber natürlich ganz herzlich auch bei den Technikern heute. Ja, einen Riesenapplaus, bitteschön. Genau. Und natürlich dem Kamerateam, danken wir auch recht herzlich. Genau, euch allen vielen ganz, Dank. Ganz lieben Dank. Und natürlich, ja. Unserem Dirigenten auch, Stefan Arnold. Der uns hier die ganzen anderthalb Jahre in der Pandemie so toll begleitet hat und sehr viel Arbeit da reingesteckt hat. Den Dank kann ich aber nur zurückgeben. Herzlichen Dank, dass ihr so tapfer dabei geblieben seid und ja, so mitgehalten habt, dass wir jetzt so ein schönes Konzert zum Abschluss machen können. Herzlichen Dank dafür. Ja, bevor wir eine Zugabe geben, möchte ich noch mal ganz kurz eine Info weitergeben. Das nächste Konzert in unserer Chorreihe und die Chöre singen für dich ist am 26.09. und zwar mit dem Shantychor Kormoran. Ja? Also, da sehen Sie schon da oben. Ja, perfekt. Ja, also, wenn Sie daran Interesse haben und Shantys aus aller Welt hören wollen, dann sind Sie natürlich da herzlich willkommen. Es sind noch Plätze frei und wir freuen uns, wenn Sie auch dann dabei sind, um wieder einen Blick in die Mülheimer Chorlandschaft zu werfen. Jetzt zum Schluss gibt es nochmal Psalm und Halleluja Nummer 4. Ja? Also, gibt es noch eine Zugabe. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.